Moin moin meine lieben Freunde und willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Wir beginnen nun einen Angriff auf ein Ordensmitglied. Der letzte in den mittleren Reihen. Und den holen wir uns jetzt. Wir greifen jetzt an. Mach die Fürth bereit. Zunächst müssen wir den Außenwall durchbrechen. Dann sind die Soldaten im Innern dran. Kein Problem. Wer holt den... Ahne Käster. Da oben freuen sich auch schon, hauen auch schon auf ihre Schilde. Nur dass sie. Zu mir! Heilige Krieger von Lincoln ist hier! Alle Probleme haben. Mit einem Rambock kämen wir hindurch. Ich sollte mich darum kümmern. Ich werde mich darum kümmern. Was ist da oben? Die Rache wird groß sein!
Schönes Stück! Wir bringen die Waffen nachgebracht! Ja. Ich erwarte kein Paradies! Wer sagt denn sowas? Lass mich nur machen! Dein Schicksal wartet! Das war keine große Herausforderung. Götter, Herefrid ist wahnsinnig. Du, sag mir, wo der Bischof ist. Es sind schon genug gestorben. Er ist dort in der Kirche. Versteckt sich der elende Feigling. Lass niemanden diese Kirche ungestraft verlassen. Itaque Motorum. Nun gut. Du glaubst doch nicht, dass du so entkommst. Ich beschäftige die Ratte. Zahl für deine Tür. Wir wollen tatsächlich, dass sie gewaltsam andringen. Okay. Dann werden wir das mal machen. Wir suchen uns einen Eingang. Frage ist nur wo. Ich töte dich. Wir gehen auf die andere Seite.
Jesus, für meine... Das wird er nicht tun. Halt ein, mein Lord, bitte. Unsere Sache ist verloren. Brief von dem Instrument. Gewänder, die ihr tragt, sind nichts als Kostüme. Da war das. Von den Seiten, strengt euch an! Da wohl nicht wahr sein mit dir. Die Gewänder, die ihr tragt, sind nichts als Kostüme. Ein Köder, um das Vertrauen der Menschen zu gewinnen. Denkt nicht an eure Seele oder eure Errettung. Ihr habt die Wahrheit, die Schatten haben sich verzogen und nun erblickt ihr das Licht der Welt. Befreut euch daran und tötet alle, die sich nicht in den Weg, die euch in den Weg stellen. Und das Instrument. Brief von dem Vater. Ha. Dein Vorgehen ist forsch und deine Gewalt ist schamlos. Dadurch, dass du die Kontrolle über diesen Schier an dich reißt, wirst du die Leute gegen die einzige Institution aufbringen, die ihnen noch Hoffnung gibt. Lass sofort davon ab und mache kein Aufhebens mehr in Lincolnshire. Ziehe keine Aufmerksamkeit mehr auf dich und erwarte weitere Befehle. Ungehorsam bedeutet Tod. Okay. Das heißt, der junge Mann ist eh am Arsch. Brief an König Sheolwulf. Mein König, vergib mir meine Unverblümtheit, doch ich brauche deine Unterstützung. Lincolnshire sieht sich einer großen Bedrohung gegenüber, und zwar einer, die du mit der zu verantworten hast. Es ist nun deine Pflicht, ihr ein Ende zu setzen. Eivor von den Dänen muss aufgehalten werden. Du hast den Heiden den Weg geebnet. Dein letztes Stündlein! Alter. Du hast den Heiden den Weg geebnet. Das war ein großer Fehler. Auch noch kannst du ihn wieder gut machen. Gott wird dir vergeben, aber du musst sofort handeln. Bischof Herefried. Du gehörst mir! Tu ich nicht. Denn jetzt gibt es Fratzengeballer. Dieser flüchtige Assi lässt alle im Stich. Hallo, junger Mann. Alter. Cool. Ab in den Kopf, würde ich sagen, ne? Ich starb bereits, als ich mich hinter Gewand und Kreuz versteckte. Ich erniedrigte mich, um meinem Orden zu Glanz zu verhelfen. Ich kämpfte mich an die Spitze dieser gewöhnlichen Religion voller gewöhnlicher Leute. Ich hätte wie die Ältesten leben sollen. Das ist der große Fehler der Menschheit, Herefried. Wir wälzen uns in Selbstmitleid wie die Schweine im Dreck. Du hättest das Leben genießen sollen. Als du es noch konntest. Die Leier. Kennen wir. Oder? Angriff abgeschlossen. Arnekester. Aber kennen wir die Leier nicht? Schwertregen in Ancaster. Bischof Herefried ist nach Ancaster geflohen und hat Sprich mit Hunwald. Okay, das machen wir auch gleich. Elia, den kennen wir doch. Tartfried. Auch nicht. Aber da kümmern wir uns gleich drum. 3,
Oberhäupte noch. Eivor, ist der Bischof tot? Er hat zu wenig gelitten und zu viel geredet. Ja, er ist tot. Ich werde ihn nicht vermissen, aber Acher wird erst trauern müssen. Genug gekämpft, stürmischer Schwan. Gut gekämpft. Sei in den kommenden Wochen vorsichtig. Nun beginnt dein härtester Kampf, alter Mann. Jetzt führst du Lincoln Eschia an, alter Mann. Das wird dein härtester Kampf. Das Schlachtgetöse klingt mir noch im Ohr. Ich denke, dass ich jetzt ein guter Anführer sein kann. Gut. Aber... darf ich dich noch um eine Sache bitten? Gern doch. Als Aldermann wird mein Leben gefährlich sein. Zumindest vorerst. Würdest du meiner Swanhild Zuflucht in deiner Siedlung gewähren? Bis ich das Gefühl habe, dass es ungefährlich ist? Sie ist bei uns willkommen. Danke, mein starker Berserker des Nordens. Die Wirtshäuser meines Schiers werden dein Getrampel sehr vermissen. Unsere Leute sind jetzt Verbündete. Wir müssen aufeinander aufpassen. Ach, ich bin furchtbar im Verabschieden. Das reicht fürs Erste. Mir scheint, der Wind ruft mich zurück zu Randvi. Ich bringe ihr besser die frohe Kunde. Ein Beherrschungspunkt. Lage bricht zu Lincoln Shear. Orden. Eliminiere die Leier. Er befindet sich oft auf dem Marktplatz oder er musiziert an der Bühne in Grantabrück. Grantabrück Shear. Magister Tafrid die Leier. Tafrid trat dem Orden fast versehentlich bei. Als Sachse, der mit den Nordmännern kämpfte, führte er einen erfolgreichen Überfall in Wessex an, bei dem er drei Gefangene verschonte. Einer von ihnen war der Hirtenstab, den Tafrid bald wegen seiner Kampffähigkeiten und seiner absoluten Entschlossenheit rekrutierte. Durch Fleiß und Willenskraft stieg die Leier kürzlich in den Rang eines Magisters auf. Und genau mit diesem Rang wird er diese Welt auch verlassen. Verdammter Orden. Wir werden dich von der Bühne tilgen, du wirst nie wieder irgendwo auftreten. Inkolnschir-Sage abgeschlossen. Grantabrück. Eine Reaktion von ihm, dass wir, als wir du da gewinnst. Waren. Ich akzeptiere meine Niederlage. Die Geschichte wird von meinen Eroberungen künden. Feiglinge werden nicht besungen. Ich bin kein Feigling. In der Schlacht um West Saxe ging ich als Sieger hervor. Von dieser Zeit sollten die Dichter berichten, als ich Ehre mein Eigen nannte. Nein, deine Ehre wird da begraben, wo sie jetzt ist. Im blutgetränkten Schlamm. Dreckiger Hund. Noch ein Ordensmitglied ausgeschaltet. Suchst du was Bestimmtes? Nö, aber ich würde gerne ein paar Sachen verkaufen. Du bringst die seltsamsten Dinge vorbei.
Das macht gar nichts. Für Reisen eine sehr gute Wahl. Ich helfe dir gern, dich einzudecken. War's das? Ja. Wir sehen uns später. Vier von sechs. Der Vater hat eine Machtposition inne. Der Vater muss sich für jemanden über ihm verantworten. Okay. Der Vater dich hier spielen hören, Leia. Es täte ihm sicher gut. Verbringt er doch zu viel Zeit mit den Büchern. Er ist ein nachdenklicher, jedoch vielleicht kein sinnlicher Mann. Der Eschenspeer. Wir reisen zurück zu Randvi. Reda. Immer schön. Männer wie Dark Was bietest du? Das frage ich mich auch. Nichts Besonderes. Hast du schon. Ruhig. Werde ich auch. Tschüss. Es tut mir leid, was mit Dark geschah. Das ist sicher nicht leicht gewesen. Möge er in Frieden ruhen. Gorm ist tot. Namenlos und allein jenseits der offenen See. Ein Meister des Ordens, vom Stamm ihres sterbenden Baumes gehauen. Du näherst dich den Wurzeln. 15 will er haben. Okay, uns fehlen tatsächlich jetzt noch ich zwei muss Stück. Gehen. Dann gehe in Frieden. Hey, Eivor! Hey! Was? Was gibt es Neues, Eivor? Lincoln Ishii ist uns ein Freund. Wunderbar. Und wer ist dort unser Verbündeter? Der junge Hunwald ist der neue Aldermann Lincoln Ishii's. Und er hat uns Treue versprochen. Dieser Lama ein Aldermann? Nun, sollte er uns je um Hilfe ersuchen wollen, braucht er nur zu rufen. Das glaube ich auch. Zwei Orte noch. Ein Brief. Na, mein Junge. Da ist ein neuer Brief für mich. Achas Brief lesen. Ein Brief von Acha. Grüße, Eivor Wolfsmann von Hrefnatorp. Schwer lastet weiterhin die große Sünde und die Schuld auf mir, Hohenwald. Und Swanhild hintergangen zu haben. Die Aldermannschaft ist vorerst befriedet, doch mein Herz ist es nicht. Bereue meine Taten, so unauffällig sie doch waren. Sie machten es möglich, dass Herefried das Blut guter Gelbbäuche auf den Fliesen unseres Herrn vergoss. Ich verspüre so viel Liebe und Achtung dir gegenüber, was du so ungerechterweise ertragen musstest. All diese meine Gebete richten sich auf das Licht, welches durch dich erstrahlt, und jene, die du beschützt. Das Leben ist unmöglich, und ich wende meinen Blick dem Herrn zu. Acha im Glauben. Jo. Ach ja. Ich möchte die Bündniskarte einsehen. Dann guck doch drauf.
Wie doof eigentlich, ne? E6. Was ist mit E6? Wir haben einen Ruf vom Aldermann Kollenkästers erhalten. In einer Angelegenheit von größter Verschwiegenheit wurde nach dir persönlich gefragt. Sehr geheimnisvoll. Und wer ist dieser Aldermann? Ein untergebener König Alfreds? Meinen Spähern zufolge ist er ein Mann, dem es eher um seinen Genuss als die Sicherheit seines Volkes geht. Geh mit Bedacht vor. Okay. Ich breche sofort auf. Ein ungewöhnlicher Vorschlag. Ein Bündnis in East-Sexe wäre höchst wertvoll, aber sei vorsichtig. Alles klar. Kohlenkäster. Sind die Kohlenkäster? Finde Bistan und sprich mit ihm. Anscheinend hat Aldermann Birstan diese Ruine zu seinem Langhaus gemacht. Warum ist mein Becher leer? Vielleicht, weil du das Fass schon leer getrunken hast? Verdammter Birstan! Sein Haushalt hat genauso schlecht geführt wie sein Land. Estrid ist eine gute Frau. Die hat er gar nicht verdient. Natürlich sagst du das, Edred. Du hast ja auch eine Sau im Schlafrock geheiratet. Meine Svetarun ist eine ehrenhafte Frau, du Zungenklaffer. Und eine sehr gute Köchin. Mit einem Näschen für Trüffel. Wenn Birstan nicht bald zurückkehrt, wird mehr als nur Wein auf seinem Boden vergossen. Bitte, meine Herren. Niemand ist erfreut über diese Warterei. Lasst uns wenigstens zivilisiert sein. Herr? Ah, ein heroisch aussehender Däne in unserer Mitte. Ich suche Birstan, den Aldermann dieses Schiers. Unser Lord ist nicht zugegen, doch seine Frau ist oben und empfängt Besucher. In gewohnter Manier. Wenn du mit ihr sprichst, merk bitte an, dass uns das Ale ausgeht. Okay. Das ist ganz schöne Seife hier. Fürstans Tane respektieren dich nicht, Lady. Saures Ale liegt in der Luft, überall Schlamm. Du, nur ein Schrei von mir und die Wache kommt. Nimm die Waffe runter, Herrin. Ich bin Eivor vom Rabenclan und auf Geheiß deines Mannes hier. Noch ein Däne. Ich bin Estrid, die Frau des Lords von East-Sexe. Wie du vielleicht gehört hast, ist mein Mann nicht zu Hause. Dann werde ich mit dir reden. Wenn er nicht hier ist, spreche ich mit dir. Oh, das könntest du, Eivor. Zweifellos würde diese alle vor lauter Scharfsinn erbeben. Doch er ist es, mit dem du dich einigen musst. Du kommst mir nicht vor wie eine fromme sächsische Frau. Erkennst du tatsächlich noch einen Funken meines fränkischen Feuers? Vielleicht tanzt er in meinen Augen? Ich bin es leid, Sachsen zusammenzutrommeln. Ist ein Mann gefangen, betrunken oder auf Abwägen? Er jagt im Wald nach Wild und ignoriert die wichtigen Angelegenheiten von East-Sexe. Deswegen ließen wir dich rufen. Wenn ich ihn finde, erinnere ich ihn an seine Pflichten. Oh, das wäre ein Wunder. Sein Lieblingsjagdrevier liegt südwestlich von hier. Die Lavendelfelder ziehen seine Beute an, so Gott ihm helfe. Mit etwas Glück wurde er noch nicht gefressen. Doch ich kehre zurück.
Das werden wir definitiv. Ara I6 gestartet. Ein Reigen gebrochener Herzen. Geduld ist eine gottgefällige Tugend, Edred. Selbst die Heiligen wären es leid, darauf zu warten, dass Birstan seinen Bogen ablegt. Ist, wir müssen über die Belange des Landes. Sieht aber sehr römisch aus hier, ne? What ailed they? Dann holen wir uns mal den Aldermann. Birstans Lager. Wald von Ipinga. Die Jagd ist ein guter Zeitvertreib. Ich hoffe nur, der Aldermann wurde nicht selbst zur Beute. Sein blutiges Lager verheißt nichts Gutes. Nee, nicht so richtig. Sie wurden beim Abendessen überrascht. Ui. Sie wurden von einer Bestie angegriffen. Stark genug, um ein Pferd zu reißen. Hier sind die Spuren eines großen Raubtieres im Gras. Alter, was ist das für eine Pfote? Ich glaube, da vorne war noch was, ne, was ich noch nicht hatte. Genau da. Überreste der Jagdgesellschaft. Der hier wurde von einem großen Tier angefallen. Die Jäger fielen ein oder zwei großen Bestien zum Opfer. Ich kann nur hoffen, dass Birstan noch lebt. Hilf mir. Sei meine Augen. Birstan, zieh deine Waffe oder akzeptiere dein Schicksal als Bärenfutter. Wir kämpfen bis zum Tod, edles Biest. Ja, aber die Tatze war ein bisschen übertrieben groß. Gut gekämpft, mein Freund. Ohne dich hätte ich diesen Angriff nicht überlebt. Birstan. Mein Dank ist dir gewiss, dass du mich im Moment der größten Gefahr findest. Vielleicht hat Gott dich geschickt. Estrid schickt mich. Deine Frau und die Tane von Estsexe würden deine Eier gern auf einem Amboss sehen. Wann würden sie das nicht? Du könntest zurückkehren und sagen, dass mich ein wildes Tier erwischt hat.
Der arme Birstan fand sein Ende durch einen Bären. Und das Tier in deiner Stadt zum Herrn von Issex ernennen? Zweifellos würde meine Estrid seine samtigen Pfoten meinen schwieren Händen vorziehen. Also, wer bist du? Eine Mietklinge? Ich komme zu dem, der mich ruft. Ich komme aus Nordwegen und bin nicht käuflich. Wie passt ihr beide überhaupt zusammen? Ich bin Eivor vom Rabenclan. Du hast ein Bündnis angedeutet im Austausch gegen meine einzigartigen Talente. Himmel, ja. Lass uns umgehend nach Colin Caster zurückkehren. Dann sprechen wir über diese äußerst delikate Angelegenheit. Ich bin froh, dass du mich erhört hast. Ich hätte keinen so geschickten Krieger erwartet. Du hast Glück, dass ich rechtzeitig kam. Diese Jagd hat dich viele Männer gekostet. Allesamt gute Männer. Sie erhalten ordentliche Begräbnisse und ihre Familien werden versorgt werden. Deine Leute haben viel für deinen Zeitvertreib geopfert. Oh ja, es gibt keinen Balsam für mein gequältes Herz. Wieso hast du mich rufen lassen? Glaubst du an die wahre Liebe, Eivor? Ich habe geliebt. Doch war es die wahre Liebe? Hat die Sehnsucht in deiner Brust gebrannt? Ein süßer, anhaltender Schmerz, dessen Stich dich lähmt? Es gibt genug Schmerz in der Schlacht. Ich suche ihn nicht auch noch in der Liebe. Ich verzehre mich danach. Nach einem sanft errungenen Sieg. Meiner Estrid fehlt das Feuer. Sie ist wie ein Fisch auf dem Trockenen, kalt und tot. Als ich sie traf, war sie voller Leidenschaft und hielt eine Tane im Schach. Oh, sie lieben sie, das ist wohl wahr. Einige sogar zu sehr. Und ich war kein guter und aufmerksamer Ehemann. Ich war immer schon ein Trampel in Liebesdingen. Und ein miserabler Herrscher obendrein. Die Hand, die das Schiff steuert, muss stark sein, Birstan. Meine Hand spannt lieber die Sehne eines anständigen Bogens, während meine Augen auf die Beute gerichtet sind. Ja, meine Krone wiegt schwer auf dem Kopf. Lass uns lieber wild und frei durch den Wald streifen, wie die Wölfe. Uns durchschlagen, jagen und pirschen und fressen. Du hast eine romantische Ader, Birstan. Sei unbesorgt. Meine Wache wird dich nicht belästigen, wenn du bei mir bist. Du schätzt mich falsch ein, wenn du glaubst, ich sorge mich. Hast du deine Stadt auf den Ruinen einer anderen erbaut? Nein. Die Baumeister sind längst Geschichte. Sie waren dem sächsischen Lehmfachwerk weit überlegen. Ich habe Pläne, selbst einen großen Palast zu errichten. Mit Mosaiken und lauschigen Höfen. Was hält dich ab? Das, was bis auf die kreativsten Köpfe alle abhält. Geld, Vorstellungskraft, Talent. Und dein Volk? Ist das Volk von Eastsexe glücklich? Über diese Frage habe ich nie wirklich nachgedacht. Ich schätze, sie sind es. Ich hoffe es. Alfred glaubt, ich regiere wie eine jungfräuliche Henne. Ich flattere und gackere wegen nichts als dem Abendessen des Bauern. Mischt er sich ein? Nein, er missbilligt mich nur. Ist das nicht tausendmal schlimmer? Doch sie, wir nähern uns meinen Hallen. Ich muss mich den Wölfen vor meiner Tür stellen, bevor wir über deine Gefälligkeit für Eastsexe sprechen, Eivor. Wirst du mir helfen, die Speere ihres Missmuts abzuwehren? Lass sie ihr Leid klagen. Ich berate dich, wenn ich kann. Birstan, wer ist die Eule, die dir ins Ohr zwitschert? Ein Berater, mehr nicht. Er hilft mir, Eastsexe durch den heranziehenden Sturm zu steuern. Nun, meine lieben Brüder, Edred, vielleicht machst du den Anfang. Was bedrückt dich? Du bist eine Schande, Birstan. Du könntest im Brauhaus kein Schwein abfüllen. Elfreds Männer streunen durch ganz Eastsexe. König Elfred, ja. Auch wenn es sein gutes Recht ist, ist die ständige Anwesenheit seiner Männer zweifellos ein Problem. Schick die zurück, ich werde der Sache sicher bald überdrüssig. Der Mistelzweig strahlt in seiner Winterstelle. Seid ihr Männer oder Memmen? Mischt sich Elfred in eure Belange ein, dann schickt seine Männer in Leichentüchern heim. Wir sollen sein Herrschaftsrecht anfechten? War Eastsexe nicht einst ein eigenständiges Königreich? Wir sollten kämpfen. Ja, kämpfen. Und du, Wiekert, was hast du zu sagen? Deine Vorbereitung für das Luchnachsaat. Wie kannst du so viel Geld ausgeben, wenn dein Volk hungert? Wein und Gesang löst alle Probleme. Dann soll er selbst etwas beitragen. Kommen die Hungrig. Beste.
Trinkt, lacht, esst euch satt. Singt von großen Schlachten, denn morgen sind wir vielleicht schon tot. Es gibt kein Problem, das nicht mit Met oder Gesang gelöst werden kann. Haben wir nicht etwas Spaß verdient? Ein großes Festmahl und Heiterkeit. Die dunklen Wintertage nahen. Lasst uns die Sorgen wegtrinken. Und Edelric? Folgst du Edreds Beispiel und kläffst wie eine Hündin? Du weißt, was ich denke, Birster. Die führt. Wie können wir Elfred Männer für seine Kriege geben, wenn unsere Ernte darunter leidet? Deine Männer sollten auf Feldern bleiben. Die Felder sind wertlos, wenn dein Land erobert wird. Aber Frau Schoß, schlaf du nicht. Verteidigen sie nicht auch dein Land? Ihr braucht alle Männer, die ihr aufbringen könnt für die kommenden Kriege. Aufgebrachte Dänen sind eine Gefahr. Wir müssen gegen alle kämpfen, die sich nicht mit uns verbünden, sonst verlieren wir unser Land. Nun, habe ich nicht all eure Fragen beantwortet? Du bist ein Schandfleck für diesen Schierbirstan. Ein Taugenichts. Ein Taugenichts. Wie wahr? Und doch seid ihr immer noch hier? Hinfort. Ich habe keine Zeit für euer Gefasel. Oh, das wird, komisch. Das hat ihr Gebrammel beruhigt. Gut gemacht, Eivor. Die ausgleichende Kraft in Person. Eine feste Hand ist alles, was du brauchst, Birstan. Ob bei der Jagd oder am Steuerrad. Bei all dem Gerede über die Jagd sehne ich mich nach den Wäldern. Deine Gattin wartet, Birstan. Bist du nicht besorgt, dass ein anderer Mann deine Laken vollschwitzen könnte? Ha! Sie tut, was sie... Du hast das Unmögliche erreicht, Däne. Du hast meinen verirrten Ganter in den Stall zurückgebracht. Meine launische Geliebte, deren Wolken die Sonne über meiner Rückkehr verdunkeln. Deine Dane haben das Ale getrunken, das der Abt uns geschenkt hat. Und zwar alles. Nun, das ist eine Tragödie, die mein armes Herz nur schwer verwinden wird. Wenn er mir dieselbe Zuneigung entgegenbrächte wie der Jagd auf Wild, hätte unsere Ehe vielleicht überlebt. Eure Liebe ist sauer geworden. Was willst du von mir, Birstan? I6 scheint mir selbst zu hadern. Ich sehe, eure Liebe ist sauer geworden. War sie jemals süßer? Der Unterschied zwischen Liebe und Hass ist so gering, es ist schwer zu sagen, woher die Bitterkeit stammt. Was also wollt ihr von mir? Es ist eher eine Herzens- als eine Staatsangelegenheit, Eivor. Das bisschen Leidenschaft, das zwischen uns bestand, ist längst durch dauernden Streit verblasst. Wir wünschen uns Freiheit, Eivor. Ich von meiner Gattin und meine Gattin von Estsexe. Ich bin eine zu grobschlächtige Waffe für diesen Auftrag. Warum geht ihr nicht einfach eurer Wege? Oh, wäre ich nur eine Dänin, wo Scheiden so leicht ist, wie Kehlen aufzuschlitzen. Aber so einfach ist das nicht. Euer Gott verhindert es, euer König verhindert es. Was hält euch ab? Euer König Elfred? Wir vermählten uns nicht aus Liebe, sondern weil wir mussten. Elfreds Vater beschloss unsere Ehe, um die Verbindung zum Frankenreich zu stärken. Sie darf nicht zerbrechen. Sagt, was ihr wollt, klar und deutlich, und ich tue es. Dieses Gerede ist ja nicht auszuhalten. Wir hatten einen einfachen Plan. Eine Frau geht verloren, die andere wird gefunden. Vor einiger Zeit bezahlten wir einen Dänen, damit er mich entführt und ins Frankenland bringt. Wie du siehst, hat er sein Versprechen nicht gehalten. In anderer Hinsicht war er sehr viel gründlicher. Manch Nordmann nimmt Geld schnell an und verdient es sich nur langsam. Wenn ich mein Wort gebe, halte ich es auch. Könnten wir die Entführung erneut versuchen? Der Plan ist fertig. Wir brauchen nur eine zuverlässigere Person, die ihn durchführt. Es muss ein großes Spektakel werden. Laut und ungestüm. Mit vielen Zeugen. Während des Luchnasan? Mit ausgelassenen Bauern und abgelenkten Wachen? Für deine Überfahrt brauchst du ein schnelles Schiff und einen Schiffsführer, der Englerland den Rücken kehren will. Wir könnten ihn fragen. Ich dachte, er reitet lieber andere Dinge als Wellen. Wir treffen uns auf dem Markt, Eivor. Wir brauchen Speisen und Ale, um die Gemüter unserer Gäste zu beruhigen. Meine Gattin ist eine gütige und aufmerksame Gastgeberin. Das Einzige, was meine keifenden Tane im Zaum hält. Und die gefundene Frau? Eine schöne Maiknospe. Alfida, meine Jugendliebe. Ich verließ sie vor 20 Jahren in Meldun, um diese stachelige Rose zu heiraten. 20 Jahre? Kann ein so alter Funke neu entflammt werden? Wir können nur hoffen. Du musst die Glut anfachen.
Finde sie, bringe sie zu meinem Anwesen am See und entzünde ein Feuer. Dann werde ich kommen. Ich glaube, sie lebte im letzten Haus in Meldon. Ein kleines Heim, in dem zärtliche Erinnerungen entstanden. Ich werde tun, was ihr verlangt, und Freya um Erfolg für dieses Liebesspiel bitten. Viel Glück bei diesem Unterfangen, Eivor. Ich bete, dass du meine Alfida so hübsch und sehnsüchtig vorfindest, wie sie einst war. Also sollte ich zuerst nach Alfida suchen oder mich mit Estrid auf dem Marktplatz treffen? Ein Beherrschungspunkt. Mehrere Quests angenommen. Alte Wunden und Jugendliebe. Birstan. Birstan ist ein alter Mann in Essex des 9. Jahrhunderts, welcher in den fränkischen Adel eingeheiratet hat, um sich Verbündete jenseits des Kanals zu sichern. Er ist nicht nur ein fähiger Jäger und hoffnungsloser Romantiker, sondern auch ein produktiver Autor, dessen Enthusiasmus im letzten Bereich sein Talent allerdings weit übertrifft. Estrid. Estrid ist eine fränkische Dame edlen Geblüts, welche in jungen Jahren von ihrem Vater mit Birstan, den Aldermann von Essex, verheiratet wurde. Auch wenn ich allen Quellen zufolge geistreich, schön und intelligent ist, zeigen ihre Tagebücher, dass Birstan seit eher lieber Zeit mit seinen Jagdhunden als mit seiner Frau verbracht hat. Ja, kann schon doof sein, ne? Schauplätze, 3 fehlen uns noch. Okay. Birstan Person. Achso, das sind die. Ach, guck mal, da unten sehe ich zum ersten Mal gerade. Ja, was machen wir zuerst? Jugendliebe. Ein Reigen gebrochener Herzen. Hilf Estrid, ihre Flucht zu organisieren. Wir machen erstmal die Aufgabe für den Aldermann. Wird sich Alfida an eine so alte Liebe erinnern? Würde ich es? Das und vieles mehr erfahren wir in der nächsten Folge. Meine Lieben, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns auch in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, euer Imgrimsch.